Großer Bahnhof in der ehemaligen Flugzeugwerft in Lönnewitz. Über 550 Kameraden der Feuerwehren und weitere Hilfsdienste folgten der Einladung des Landkreises, der Verbandsgemeinde Liebenwerder und der UESA GmbH zum Helferfest. Der Großbrand in der Gore-Scheide bei Mühlberg im brandenburg-sächsischen Grenzgebiet und der verheerende Großbrand bei Falkenberg-Elster nur wenige Tage später sorgten jeweils über Tage hinweg bundesweit für Schlagzeilen. Direkt betroffen vom Brand um Falkenberg war auch die einstige Flugzeugwerft, in der das Helferfest stattfand. Es ist einmal wieder deutlich geworden, bei allen Diskussionen, die wir so haben in unserer Gesellschaft, zu Recht, dass wir uns im Ernstfall erneut und zu wiederholten Male auf die ehrenamtlichen Strukturen des Brand- und Katastrophenschutzes, ja, in diesem Jahr in Elbe-Elster im Besonderen, verlassen konnten. Das ist uns allen bewusst, dass der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr und im Katastrophenschutz nicht irgendeine Freizeitbeschäftigung ist, sondern ein unverzichtbarer Dienst am Nächsten, der unsere ganze Unterstützung verdient. UESA-Chef Helmut Hoffmann bedankte sich noch einmal sichtlich gerührt bei den Hilfskräften, die auch diese Halle vor dem Schlimmsten bewahren konnten. Wir sind mit blauem Auge davongekommen und danke und alles Gute und heute Abend. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen machte Helmut Hoffmann und seine Firma anschließend zum Partner der Feuerwehr. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hob in seinen Ausführungen außerdem die gelungene Mannschaftsleistung hervor. Das Zusammenspiel der zahlreichen Kameraden aus den verschiedenen Wehren und Bundesländern klappte hervorragend. Es trug entscheidend dazu bei, der Flammen Herr zu werden. Am 28. Juli, da kamen gerade zwei Tanklöschstaffeln aus Prenzlau hier an zur Ablösung der wirklich schon sehr ausgelaufenen Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Wenn ich mir vorstelle, Prenzlau bis hierher, weiter kann man in Brandenburg nicht fahren. Aber sie waren da und haben geholfen. Und das ist auch beeindruckend, wie gerade diese Landesfeuerwehr hier zusammenhält und sich unterstützt, soweit es nötig ist. Mit musikalischer Umrahmung des Jugendblasorchesters Falkenberg und weiteren kulturellen Einlagen stieß man einen Nachmittag lang an auf die Kameraden der Wehren und der weiteren Hilfskräfte und hofft darauf, dass derartige Großschadenslagen sich so schnell nicht wiederholen mögen.